Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Fallout. Im Stream. Ja, und ich bin auch dabei. Fallout 3 übrigens. Dabei. Ja, Payne ist dabei. Moin, moin, Payne. Ihr habt gerade den epischen Anfang verpasst. Ach, das war so gut. Ja, aber es ist meine Schuld, weil... Ihr werdet es nie zu Gesicht bekommen. Fallout ist abgekackt, Leute. Deswegen müssen wir jetzt mal mit... Wir werden uns lange daran erinnern. Wir müssen mit Forks reden. Hey, Forks. Sag mal was. Moin. Endlich. Die Freiheit. Die wahre Freiheit! Worte reichen als Dank für dieses Geschenk kaum aus. Es ist unvorstellbar, wie lange ich mir diesen Moment schon in Gedanken ausmale. Und er fühlt sich noch besser an als in meinen kühnsten Träumen. Kommen wir jetzt zu meinem Teil unserer Abmachung. Hier lang. Ja, Vierer bei deinem Arbeitgeber, genau. So, übrigens die Musik im Hintergrund kommt vom Musikboard von Paint. Habe ich übrigens an derselben Stelle eben auch gesagt. Guck. Ja, genau. Und hier sind wir dann abgekackt. Und dann ist abgekackt. Vielleicht darfst du das nicht sagen. Ich glaube auch. Gibt es da einen Zusammenhang? Ja, möglicherweise. Dein Lacher wäre es, wenn es... Nee, das Problem ist, dass wenn ich Fallout anhabe, dann hat er irgendwie die Maus noch im Hintergrund und manchmal klickt er dann auch irgendwie aus irgendeinem Grund auf was. Ach so, ah, okay. Ich habe keine Ahnung, das macht so gar keinen Sinn. Total absurd. Richtig absurd, ja. Weil eigentlich ist das so, dass die meisten Spiele eigentlich die Mäuse dann fangen im Spielfenster. Ja, sollte es auch. Ich weiß nicht, warum das nicht so ist. Ich hatte das Problem auch vorher nie, außer jetzt, wo ich streame. Vielleicht liegt es an OBS, das kann sein. Okay, das kann natürlich auch sein. Oh, ich bin schon wieder überlastet. Leck mich doch. Ich nutze das zu long natürlich nicht. Aber ich finde die Musik doch recht passend. Immer noch in der Hoffnung, dass sie wirklich Lizenz freut. Ja. Egal. Ich bin da so ein bisschen... Forks, du bist scheiße. Ich muss los. Doch, Kevin McLeod darfst du benutzen. Darfst du benutzen? Ich will ihn nicht benutzen. Tut mir leid. Das Einzige, was du nur machen solltest, du solltest vielleicht einfach nur in deiner Description nachher ihn vielleicht mit erwähnen. Das möchte er ganz gerne haben. Dann solltest du die Musik so benutzen. Ja, muss ich dann machen. Muss mir nochmal schreiben, wer das ist. Ausrüstung. Aber gerne. Denn er bekommt jetzt von mir etwas, was ich überhaupt nicht brauchen kann. Wie wär's mit chinesischem Sturmgewehr? Das wäre doch super. Obwohl, so ein bisschen wie Adrian von Ziegler, der ist ja auch so. Seine Musik darfst du ja auch so frei benutzen. Ehrlich? Muss ihn halt nur erwähnen. Weiß YouTube das auch? Ist nämlich auch nochmal so eine Sache. Nimm mal ein chinesisches Sturmgewehr, bitte. Gut, was ich sagen kann, bei Kevin McLeod hatte ich noch nie Probleme gehabt. Also, das geht auf alle Fälle. Bleiben Sie entspannt. Bleiben Sie völlig entspannt. Ja, ich bin gespannt. Wie ein Blitzebogen. Ja! So, damit Forks nicht stirbt, nehme ich jetzt einfach mal eine ordentliche Waffe, damit die Typen schnell kaputt gehen. Denn er kann hier sterben. Ist voll doof. Obwohl, der kann doch relativ klein stecken, oder? Ja, aber ich will es nicht riskieren. Ich dachte, ich stürze schon wieder ab, ne? Overseer Learning. Nein, noch einmal will ich nicht. Das war dumm. Bathroom. Wie Mushroom. Kann Gary noch so wach sein? Zumindest hörst du dich so wach an. Ich höre mich wach an, das ist cool. Ich bin total müde und dabei habe ich den ganzen Tag nichts gemacht. Daran wird es liegen, Origo. Vielleicht, weil ich das erste Mal in dieser Woche mehr als 3 Stunden Schlaf hatte. Es hilft. I can tell you. Es hilft. Hallo Toro, sie ist wieder zurück. Hallo Torolein, schön, dass du da bist. Von ihrer privaten halben Stunde. Jetzt haben wir hier Notizen, die lesen wir natürlich noch durch. An alle Labortechniker, der Lagerraum auf Ebene A wurde mit Strahlenanzügen und anderen Strahlungsminderern bestückt. Sie stehen zur sofortigen Verwendung zur Verfügung. Das hätten wir nämlich auch ohne Forks machen können, aber habe ich noch nie, weil ich finde Forks einfach cool. Und ich will, dass er rauskommt. Bitte nehmen Sie sich nur, was Sie wirklich brauchen. Kein Bedarf, sich einen persönlichen Vorrat anzulegen, es ist genug da. Und sperren Sie die Tür, wenn Sie das Lager verlassen. An alle Labortechniker, die Strahlungsauslassrohre aus der GEEK-Kammer führen die Strahlung wieder einmal direkt in den Bereich ab. Beste Konstruktion. Grund dafür sind fehlerhafte Dichtungen. Diese müssen ordentlich gewartet und täglich überprüft werden. Ja, das wurde seit 200 Jahren nicht mehr gemacht. Wie gut das jetzt rüberkam. Beste Konstruktion.
Yeah. Es steht ein Clipboard mit der Wartungscheckliste zur Verfügung, in der Sie nach Erfolg der Prüfung Ihre Initialen eintragen müssen. Jeder Labortechniker, der eine Beprüfung überspringt, wird für seine Versäumnisse persönlich zur Rechenschaft gezogen. Notiz 18. Dr. Merrick gab die Anweisung, die aktuellen EEP-Versuchspersonen zu terminieren und zu entsorgen. Bitte vergewissern Sie sich, dass die sterblichen Überreste sofort eingeäschert werden, sobald die Vitalparameterkurven flach sind, der gesamte Isolationsraum desinfiziert ist und sämtliche relevanten Daten über die Subjekte an Dr. Merrick übergeben wurden. FIV ist äußerst unvorhersehbar und es darf keine Restkontamination vorhanden sein, wenn der neue Strang den neuen Subjekten verabreicht wird. Und wir schließen die Lagerraumtür auf und schnappen wir uns mal den Inhalt. Aber sag mal, Melli, wie lange brauchst du denn bitte schon zum Koffer packen? Das dauert bei mir noch sehr lange. Ja, habe ich ja auch gesagt, dass du dafür ein paar Minuten brauchst, aber sie muss halt viel überlegen und muss halt viel mitnehmen. Ja, weißt du, was will ja auch gut durchdacht sein, ne? Ja. Ist klar erkannt. So, mal gucken. Aber sonst musst du dir echt mal die Musik von Divine Divinity runterladen, Paint. Dann kannst du das auch in dem. Denn die ist auch kostenfrei. Und lizenzfrei. Ist sie denn auch lizenzfrei? Die ist definitiv lizenzfrei. Ich habe schon so viel Divine Divinities Videos oben, das ist kein Problem. Der Kerl, der die gemacht hat, hat die ja auch frei auf seine Seite gestellt. Habe ich übrigens verlinkt, dem guten Jade. Ich hoffe, er hat sich darüber gefreut. Ich kann nur kein Chat mehr lesen momentan, tut mir leid. Und ja. Also die ist auf jeden Fall lizenzfrei, die kannst du nutzen. Und die ist sehr geil. Einfach sehr, sehr geil. Du, Melli, nimm doch einfach eine Jacke mit. Die musst du nicht anziehen, die kannst du anziehen. Und wenn es dann so warm ist, dann ziehst du sie nicht an. Und wenn es kalt ist, dann ziehst du sie an. Bäm, Problem gelöst. Das denkst du, Paint. Oder stell ich mir das gerade so einfach vor, das kann nicht auch sein. Denk dran, Frauen haben auch Übergangsjacken. Oh ja, Übergang, das ist auch so, das ist auch so eine typische Frauenerfindung, glaube ich. Übergangsjacke. Ich fürchte leider schon. Denn man braucht sowas nicht. Draußen kalt, Jacke ja. Draußen warm, Jacke nein. Aber das ist ja einfach gedacht. Es ist pragmatisch. Ja. Männlich, könnte man sagen. Männlich, aber ich kann das gar nicht. Männlich. Ja, genau. Dann geht er voll die Stimme ab. Ja, Toro, er hat einen Mutanten an seiner Seite. Er ist sein bester Freund. Ja, der ist voll cool. Fox ist eine geile Sau. Der hilft einem auch sehr gut. Der wird uns auch in Kürze noch sehr gut beiseite stehen und helfen. Ja, Orego, Übergangsjacken. Das sind so Jacken, die zieht man während des Übergangs an. Also in der Phase, wo man zwischen Jacke tragen und Jacke nicht mehr tragen, da trägt man diese Jacke. Ja. Gibt das irgendwie Sinn? Okay. Ich gehe schon allein weiter. Hinter dieser Tür sind die Gänge und Hallen voller Strahlung. Ich hole den Koffer und komme sofort zurück. Aber Achtung! Ja, Toro, dann erklär uns doch mal. Könnten auf uns aufmerksam werden. So, jetzt darfst du wieder reden. Achso, dann erklär uns doch mal bitte den Sinn von Übergangsjacken, Toro. Das wird mich jetzt mal brennend interessieren. Die trägt man halt im Übergang. Dum dum dum. Irgendwo war doch der Lagerraum, ich muss den verpasst haben. Ja, komisch eigentlich, dass die Spiele früher so gut waren und jetzt, also die Musik von Spielen, und jetzt einfach nicht mehr so toll wird. Das finde ich echt schade. Ich finde, viele Musik kommt nicht daran, was zum Beispiel jetzt in Divine Divinity der Fall ist oder sowas. Da gibt es so einige Stücke, oh, die könnte ich hoch und runter hören, das ist einfach nur cool. Teilweise mache ich das sogar wirklich. Doch zum Beispiel der Ost von Morrowind zum Beispiel, das ist auch richtig episch. Den finde ich auch gut. Kann ich mich, ja, ich meine schon, ja. Ja, aber gerade so Morrowind und Skyrim sind da nochmal so eine Sache für sich, finde ich. Die kriegen das auch noch ganz gut hin. Was, leiser? Muss ich die Lieder denn alle einzeln runterladen? Nee, du musst sie bei ihm auf der Seite runterladen, nicht auf Larian. Weil auf Larian sind nicht alle dabei. Ich bin jetzt auf hier, wie heißt der Typ? Kirill Pokrovsky. Ja. Ist russischer Komponist und Performer. Hat er gemacht, der Soundtrack zu verschiedenen Spielen. So, jetzt redet Fox gerade nochmal. Hey Nara, servus auch. Hey Nara. Schön, dass ihr da seid. Nun, ich fürchte,
Unsere Wege trennen sich hier. Ich finde hier schon aus. Okay. Keine Sorge. Übergang von Winter zu Frühling oder von Sommer zu Herbst. Das sind Jacken, die nicht so dünn sind wie Sommerjacken, aber auch nicht so dick wie Winterjacken. Frox war doch noch am Reden, Mann. Ach so. Die haben mir nie zuhört, ne? Das ist schlimm. Nee. So, jetzt gehen wir raus. Wir haben das GEEK. Können wir uns das angucken? Haben wir das hier irgendwo? Sonstiges wahrscheinlich. Da, GEEK. Guck mal, ist das nicht schön? Ach, im Englischen heißt es Gag. Ja. Gag. Gag. Okay. Ja, Gag. Dann muss es tatsächlich mal mehr sein. Geek finde ich viel geiler, ja. Ja. Kannst du mal nachgucken, was es heißt, Peng. Google es doch mal. Achso, und G ist auch da. Huhu. Was ja, hallo ihr beiden. Hab ich doch schon begrüßt. Die Frage ist, wo ist dieser dämliche Lagerraum hin? Der Gag. Was ist denn der Gag? Also Garden of Eden Creation Kit. Ja, genau, Garden of Eden Creation Kit, genau. Und das ist dann das Garden Eden Entwicklungskit oder irgendwie sowas im Deutschen? Garden Eden? Garden Eden irgendwie Erstellungskit. Erstellungskit, ja, okay. What ifs, ne? What ifs. Quatsch mit Soße hoch 3. Ja, Nara, da war es wieder der Schnelle. Teddy oder Panda-Pulli? Das sind natürlich die existenziellen Fragen, die man sich stellt beim Kofferpacken. Teddy oder Panda-Pulli? Ich bin für... Teddy. Ja, Teddy. Oder? Teddy ist besser, ja. Teddy-Pulli, Schatz. So. Und posaun's ruhig raus, was du alles mitnimmst. Voll gut. Der hier liegt übrigens Hochleistungsstrahlenanzug. Ich glaube, von den interessanten Sachen wird sie nichts erzählen. Tja, das sollte er auch nicht wissen unbedingt. Es geht euch gar nichts an, Leute. Es geht euch gar nichts an. Hier liegt ein Strahlenanzug, damit hätten wir es halt auch geschafft, da reinzugehen. Ich nehme jetzt aber mal nicht mit, weil ich nämlich weiß, dass gleich noch was Interessantes passiert. Also aufpassen. Denn Fox hat uns jetzt... Fox hat uns jetzt alleine gelassen und jetzt wird es nämlich abgehen. Bonjour. Warte mal, ich werde vorher noch was fressen. Ein Blutpaket, jo, erstmal ein Liter Blut reingepfiffen, das ist schon geil. Ein bisschen aufbereitetes Wasser, weil ich platzlos werde. Ja, läuft. Jetzt bin ich wieder fit und los geht's. Stand da verstümmelter Arm oder verstümmelter Arsch? Ich glaube Arm, oder? Zip. Ich hoffe, da stand Arm. Arm, ja. Aber pass auf. Falle! Guck mal, wer da ankommt, die kennen wir nämlich schon. Diesen geilen Tesla-Rüstung. Ich hätte auch gerne die Tesla-Rüstung. Die Enklave hat uns gefunden. Gute Arbeit, Soldat. Vergewissern Sie sich, dass das GEEK vollständig gesichert an Bord meines Wörterbirds ist. Ich glaube, die sind dir echt die ganze Zeit gefolgt, um dich jetzt hier schön einzusammeln. Ja. Ist sie auch sicher unverletzt? Die bisher. Sehr gut. Sie soll umgehend auf den Transport vorbereitet werden. Ja, die haben einfach nur gewartet, bis ich das GEEK beschaffe, wie auch immer ich es mache, ob voll verstrahlt oder nicht, und dann schnappen sie es mir weg. Und das Dumme ist, sie nehme ich mit, wie ihr jetzt seht. Sie sind also wach. Machen Sie es sich und mir doch einfach. Sagen Sie, das ist aber sau laut, Paint. Sau laut, okay, ich muss mal so. Sofort. So ist besser, danke schön. Aber die Musik passt gerade sehr gut. Was zum Teufel geht hier vor? Ich sage Ihnen, was hier vorgeht. Jetzt ist wieder ein bisschen sehr laut. Sie haben verloren. Die Guten haben gewonnen und gehen jetzt zum Endspurt über. Ganz schön hohe Töne, das ist nicht so gut. Ja, jetzt besser, danke. Haben wir, aber wir brauchen noch den Code, um ihn zu aktivieren. Sie werden mir den Code jetzt geben und uns allen jede Menge Ärger ersparen. Vielleicht lasse ich Sie sogar laufen. Einverstanden? Sollen wir ihn beleidigen? Natürlich, er hat verdient. Verpissen Sie sich, ich werde Ihnen nichts sagen! Ich will ehrlich mit Ihnen sein. Meine ich finde es erstaunlich, dass Sie den so Eigennamen oder den Namen von ihm nicht auch noch auch übersetzt haben. Habe ich keinerlei Interesse an irgendwelchen Spielchen. Colonel Herbst. Sie ja, genau. Sagen mir jetzt den Code oder müssen die unangenehmen Konsequenzen tragen. So wie in dem Buch, ne, im Avalon-Projekt, da gab es auch einen Commander Bird.
Das ist der Kommandant Vogel. Das wäre so kacke, ne? Okay. Nein, im Ernst. Lecken Sie mich am Arsch. Nein, das will ich nicht. Ich kenne den Code nicht. Lüge! Ich bin nackt. Ich sagte nur, ich leck mich am Arsch. Ich brauche Sie. Mr. President, ich habe. Ich hätte gern, dass man hier die Füße sieht und den restlichen Körper. Das wäre super. Das würde das Ganze ein bisschen realistischer machen. Ja, Sir. Der Colonel ist eine Übergangsjacke, Nara. Wie geil. Oh, so gut. So, und jetzt spricht der Präsident mit uns. Ich entschuldige mich für Colonel Hortons Verhalten. Er steht in letzter Zeit ziemlich unter Druck. Ich habe keine Zweifel, dass Sie wissen, wer ich bin. Ich bin mir sicher, dass Sie meine Radio übertragen. Ich liebe diese Enklave, diesen Außenposten hier, oder beziehungsweise diese Hauptquartier eigentlich, das ist so gut. Ich denke, es gibt also einiges, das wir beide besprechen. Wie gesagt, ich kenn's noch gar nicht, weil wie gesagt, soweit habe ich es nie gespielt. Ja, ja. Deswegen alles neu. Wir werden jetzt den Präsidenten treffen. Das wird sehr cool. Und ist so ein kleiner Aha-Moment des Spiels, so ein kleiner, oder beziehungsweise What the Fuck-Moment. So, guck mal, wir sind ziemlich entblößt gerade. Wie er sagte, wie Nara so schön schrieb, nackt. Entblößt, ja. Achso. Total nackig. So, wir haben alle unsere Sachen wieder hier, das Dumme ist. Ich muss jetzt alles wieder neu legen, ne? Das finde ich auch so dumm gemacht. Es wird, glaube ich, im Spiel wird ja mehrmals Kram abgenommen. Mhm. Und dass du deine Waffen da jedes Mal wieder neu auf die Schnelltasten legen musst. Und das so ist so blöd, aber es ist klar, so ist es halt gemacht, ne? Es ist halt so gemacht, dass man das machen muss. Also, so wie es gemacht ist, weil das ist so eine. Ja, nur was im Inventar ist, kann halt auch verknüpft werden, weißt du? Es ist halt. Ja, okay, das stimmt schon. Es ist nicht direkt auf das Objekt referenziert, sondern wahrscheinlich nur auf die Referenz des Objektes in deinem Inventar und das ist halt blöd. Programmiertechnischer Kram, egal. Was kam denn auf die 4? Ich glaube, das Xuan Long und auf die 5 kam. Auf die 5 kam das Scharfschützengewehr, das Heckschützengewehr. Achso, genau. Jade, was BM? Was Black Metal oder was? Du hast in der Black Metal Band gespielt. Okay, mit der hier Schminke und so. Dann kommen die Tone von mir, lief auch öfter mal so rum. Sie also sollten doch in der Zelle stecken. Sie werden nirgendwo hingehen. Der Raum daneben ist gesteckt voll mit Wachen. Wenn ich die hole, sind sie wieder in ihrer Zelle. In einem Leichensack, wenn es sein muss. Wie die Wachen hier. Noch nicht mal Ahnung haben, was ihr Präsident von ihnen sagt. Ruhig, Blut, immer langsam, ich soll hier sein. Wer hat ihre Anwesenheit genehmigt? Ich habe diesbezüglich keinerlei Vermerke. Sie gehören wohl eher in eine Verwahrungszelle. Der Präsident... Ihr Boss, Blödmann, lassen Sie mich durch, bevor Sie Schwierigkeiten kriegen. Colonel Ortum ist der Einzige, der die Genehmigung hat, den Präsidenten zu sehen. Rühren Sie sich nicht vom Fleck. Ich werde herausfinden, was hier vor sich geht. Ich würde übrigens gerne mal meine Kleidung anziehen, das habe ich nicht vergessen. Kaputte Gegenstände können nicht... Oh, fucking hell, ich habe keine Rüstung, ne? Ja, jetzt wird's an die Zeit, einen von denen zu töten. Ich habe hier eine nicht auf. Ach, hat sie jetzt doch zerlegt? Ja, die war ja vorher. Ja, die war kaputt, aber ich hatte sie halt noch an. Das ist voll doof, ey. Ich wollte hier so viel Zeug mitnehmen. Ja, Sir, ist doch. Nein! Nein! Andere Rüstung? Fallout ist wieder zugegangen und ich krieg's. Doch, ich krieg's auf! Ja, es geht, Leute, es geht. Mach mich doch nicht fertig, ey. Jugendliche. Scheiß Maus, ey. Warum ist denn die. Gibt's hier Capture? Jugendsünde? Das würde so das. Aus so den auf, ob es ja, also der Präsident. Auch Aufnahmen gibt. Der Präsident hat ihn gerade darauf hingewiesen, dass es stimmt und ich in den Kontrollraum kommen soll. Ja, der Präsident teilt jetzt allen mit, dass wir hier rumlaufen dürfen, bla bla. Ist mir aber gerade egal und ich werde jetzt alle Splittergranaten los. Weg damit. Und ich werde auch alle Sturmgewehre los. Ist zwar gutes Geld, aber hey, was soll's. Die chinesischen behalte ich aber. Aber ich brauche Platz für eine ordentliche Rüstung. Scheiße, ich habe noch gar nicht das Power-Rüstungstraining. Ups. Also Jade, ob es von dieser Jugendsünde irgendwie Aufnahmen. Oh, von den kennen wir doch. Das hier ist übrigens...
Guck mal, das hier ist der Typ übrigens, der in Megaton rumläuft, der Nathan, der eigentlich voll der Verfechter des President Eden ist und so und ist voll geil, Amerika, pro Patriotismus, yay, alle töten, yay, geil, und jetzt ist er von denen gefangen genommen worden, ist so geil. Ich fand das so super. Da war er wohl nicht patriotisch genug, würde ich sagen. Ja. Oder die interessiert es nicht, weil sie Arschlöcher sind. Und die Enklave sind die größten Drecksäcke, die es gibt. Hey, mein Freund, na, soll ich mal ins Gesicht schießen? Nein, okay, nächste Mal. Machen wir gleich, mein Freund, machen wir gleich. Jetzt wird die Musik ja richtig fancy. Das hat so ein bisschen was vom fünften Element gerade. Oh, das ist übrigens was, was ich mir gerne mal wieder anhören würde. Und anschauen würde, auch das fünfte Element. Ja, stimmt, diese Opernszene, ne? Ja, saugeil! Ich fand die saugut. Richtig geil, ja. Guck mal, jetzt haben wir wirklich mal ein Laserstrahlennetz. Ist das nicht geil? Boah, dass wir entschärfen können. Oh nein. Also nachher, so wie du das schreibst, hört sich das irgendwie voll... Geht. So dann. Was denn? Ja. Die nackte Gerlinde schleicht sich durch eine Basis voller Männer, nachdem sie Spiele mit dem Colonel hatte und verlangt nun der Präsident nach ihr. Alle dürfen mal an Gerlinde ran, sag ich nur. Nara, geht's noch? Also bitte, ja, bitte. Gerlinde ist ja wohl viel klassischer als das. Genau, sie rennt in Unterwäsche durch eine Basis. Ja, weil sie es kann. Weil noch keiner sie angegriffen hat, den sie umbringen konnte und dann die Rüstung stehlen. Aber gleich. Gerlinde ja, ich gehe. Fähigkeiten, die den Colonel beeindrucken. Aha, ich gehe die genau. Falsche. Ja. Aber sie schläft immerhin nicht mit Werwölfen. Möpse an die Wand, ich sag's. Ne? Na, hier, Toro, ja, die schläft wenigstens nicht mit Werwölfen. Also insofern. Das wird langsam wieder ein bisschen laut gerade. Ja, wie sich nämlich jetzt schon wieder hier irgendwas geöffnet hat bei TeamSpeak, ne? Ich könnte so kotzen mit diesem Spiel. Das stört mich wirklich an dem Spiel, dass die Maus nicht richtig gecaptured wird. Das ist so anstrengend. Ich muss da mal nachgoogeln, ob es dafür einen Fix gibt oder sowas. Aber die Basis ist so geil. Guck mal, die haben hier sogar Specimen gefangen von Ghoulen und untersuchen die. Hier ist so ein Wissenschaftler. Und hier so ein Brahmin-Kopf, so ein Doppelkopf. So geil. Oh ja, weil ich es gerade lese. Ja, so du solltest dir vielleicht für Gerlinde auch eine Übergangsjacke zulegen. Ja, ganz bestimmt. Ja, wir sind hier in der Basis von feindlichen Soldaten, die mit Plasma um sich feuern. Da ist eine Jacke natürlich... Das Mittel der Wahl. Genau, frag dich doch mal durch, ob die irgendwo Jacken verkaufen. Ne, nicht diese irgendwie. Diese guten Jacken. Nicht irgendwie eine Stahlrüstung, die dafür sorgt, dass das Plasma einfach an einem herunterläuft oder so und eigentlich nicht beschädigen kann. Sind, nein. Das sind die Jacken. Die eine Jacken. Jacke. Reißen's raus. Ich hol mir jetzt eine Lederjacke. Weil geil. Ist ganz, ganz wichtig. Oh nein. Fucking hell. Hiermit wird der Befehl erteilt. Direktive des Präsidenten zu ignorieren. Ja, Autumn verrät jetzt nämlich den Präsidenten, die Drecksau. Und will uns tot sehen. 101 ist bei sich. Oh ja, gib mir die Elektronenladeteile. Ich wiederhole, bei ja, Melly, pack unbedingt die Übergangsjacke ein, das ist ganz wichtig. Alles andere kannst du vergessen, aber vergiss die Übergangsjacke nicht. Oh oh. Scheiße, jetzt wollen mich alle töten. Du Dreckstück, stirb! Ah, stirb! Tot. Aha. Gott seid ihr Naps. Ich hatte euch aber stärker in Erinnerung, Mensch. Wie ich bis jetzt noch nichts von dem Kampf sehe, sondern ich höre dich nur. Ja, vor allem stehen wir hier nackt mit einem Hut mit breiter Krempe. Übrigens. Ne? Warum? Weil wir geil sind. Wenigstens den Hut hatte. Aber guck. Und die Socken hast du noch an. Die haben alle Finger dabei und das heißt, es sind alles böse. Böse, böse, böse. Alle böse. Ja. Jeder Charakter, der hier Finger dabei hat, ist einer der schlechten Charaktere und kann daher ohne weiteres umgebracht werden. Und bringt mir sogar noch Geld, weil jeder Finger bringt mir irgendwie 10 oder so. 10 Plasma, ja, nein, 10 Kronkorken. Oh ja, ich nehme die Tesla-Scheiße, geil. Mit plus 10 Energiewaffen. Nee, ich will eigentlich mehr Stärke. Stärke wäre geil. Da muss ich doch die normale Rüstung nehmen. Wie das hier gerade alles vermischt wird, die halten den Präsidenten für den Baron, für einen alten Baron aus dem Mittelalter. Was? Und der Präsident darf die Jungfrau nageln. Was? Macht Sinn. Genau. Ja, der Präsident darf die Jungfrau nageln. Und das ist das Recht der ersten Nacht. Das ist das Recht der ersten Nacht auf dieses. Ja, das soll er mal versuchen. Ihr werdet ja sehen, warum das nicht so wirklich möglich ist. Warum der da so ein paar Probleme mit haben wird. Hut und Zocken. Da muss ich hin. Ist ja sexy, ne? Das ist eine geile Kombination, Toro, oder?
Ah, ekelhaft. So, wir ballern uns jetzt aber wie die Hölle hier durch und töten alles, was hier rumläuft, weil sie wollen uns töten. Oh Gott, der Putt ist da, Heilige. Moin, Putt. Ich nicht weiter. Moin. Eine Woche zu spät. Eine Woche zu spät, Mensch, aber passt schon. Er hat doch gesagt, er wollte letzte Woche hier mit dabei sein. Guck mal da unten, ihr Freunde. Na, Freunde. Ah, ne, da greife ich besser nicht an. Die sind zu weit unten. Da hau ich nur wieder ins Leere. Kannst du mal aufhören, mit deinem Lasergewehr auf mich zu ballern, du Penner? Ich bin eine arme, hilflose Frau. Mich nur mal gesagt haben. Mit einem fetten Plasmagewehr. Aber egal. Ah! Warum hast du eine Säge dabei? Weil, cool. Na komm, na komm, na komm, na komm, na komm. Stirb. Stirb jetzt, sehr gut. So, jetzt muss ich mir eine normale Rüstung mitnehmen. Powerhelm. Ja, die hat plus Stärke. Das ist sehr gut. Die kann ich mich jetzt gut gebrauchen. Und ich bin noch nicht überlastet. Das ist sau gut. Okay, also Powerhelm der Enklave und die Powerrüstung. Jetzt zeige ich euch mal, wie ich aussehe. Tada! Bin ich nicht hübsch? Ja. Tja, nachher, kannst du mal sehen, was dieser Hut für dramatische Auswirkungen auf manche Leute hat? Ja. Aber jetzt habe ich den Hut ja gar nicht mehr auf. Das ist natürlich schlecht. Er macht die Menschen dauergeil. Brauche ich den? Ja, die Strahlenresistenz können wir uns eigentlich sparen. Ah, jetzt bin ich überladen, natürlich. Lasergewehr kann ich nicht mehr aufrüsten, also weg mit dem Scheiß. Sieht schon fies aus mit der Rüstung, oder? Voll gut. Ja, aber ich brauche die Rüstung. Also ich brauche den Helm nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, den werfe ich weg. Nein, jetzt ist es wieder zugegangen. Scheiße. Scheiße. Hoffentlich funktioniert es noch, Leute. Nein, jetzt ist verkackt. Also Leute, machen wir hier einen kleinen Cut. Sind hier noch 3 Minuten, also was soll's. Ja, wir machen jetzt einen kleinen Cut. Oh Gott, einen großen Cut, bis ich wieder hier bin. Oh. Das kam recht überraschend, muss ich sagen. Warum? Dass jetzt plötzlich schon der Cut kommt, deswegen. Ja, 3 Minuten wäre es eh nur noch gewesen. Also egal, Leute. Bis zum nächsten Mal bei Fallout 3, wenn wir den gespielt haben. Aha, tschüss. Bis dann. Tschüss. Scheiß Spiel.